Für jeden Filmsammler kommt irgendwann einmal der Moment, wo man sich mehr oder weniger von nichts mehr überraschen lässt. Da kommt ein Ein-Disc-Release wie Untote wie wir im Zwei-Disc-Steelbook und man schaut's nur an, grinst einmal drüber und die Sache hat sich. Dann allerdings kriegt man Blu-rays wie Hunt to Kill. Abgesehen davon, dass der Release kein Wendecover hat, gab's noch was anderes, was mich hier etwas mehr verwundert hat. So, genau so habe ich den Film von Amazon bekommen. Hier, ich glaube, das ist eine Blu-ray-Halterung. Was ist das? Und wozu brauche ich das? Ich meine, ich kenne diese Hülle nur zu gut von irgendwelchen Magazin-DVDs oder sonst irgendwas. Aber warum muss ich, wenn ich eine Blu-ray ganz normal, sagen wir mal im Geschäft oder jetzt online kaufe, wieso muss ich nachher hergehen und sie aus einer Papierhülle, die noch dazu dafür sorgen kann, dass die Disc etwas zerkratzt wird, was zum Glück bei der Blu-ray nicht mehr wirklich passieren kann, weil die Oberfläche entsprechend gut geschützt ist, wieso muss ich die da rausnehmen, da reingeben und habe erst jetzt die Blu-ray, so wie ich sie normal bekomme? Ich meine, gut, ich muss eines dazu sagen, ich weiß nicht, ob das die ganze Auflage betrifft. Ich habe meine Blu-ray von dem Film bei Amazon bestellt im Zuge irgendeiner vor kurzem gestarteten Aktion, wo es den Film besonders billig gab. Ich weiß nicht, ob es irgendeine besondere Erklärung dafür gibt, wieso ich den Film so bekommen habe. Aber ich fand es auf jeden Fall komisch genug, um es euch zu zeigen. Nach den Credits kümmern wir uns dann um den Film Hunt to Kill. Und es kann heiter werden. Der Film Hunt to Kill beginnt damit, dass Steve Austin, also Wrestler Stone Cold Steve Austin, und Eric Roberts als Cops in einem Auto sitzen. Eric Roberts ist sofort der ganz sympathische Partner, der Steve Austin eine Uhr schenkt, der mit ihm nett plaudert und wir wissen sofort, oh je! Eric Roberts wird in diesem Film wahrscheinlich nicht besonders alt. Die beiden sitzen übrigens dort, weil sie irgendeinen Wohnwagen überwachen, wo sie Gangster oder sonst was drinnen vermuten. Sie rufen dann irgendwann einmal Verstärkung, denken sich aber trotzdem, wieso warten auf die Verstärkung, wenn wir gleich alleine reingehen und uns auf diese Art vielleicht beide irgendwie niederschießen lassen können. Auf jeden Fall, die beiden untersuchen den Wohnwagen, er ist leer, sie finden nur irgendein Drogenlabor. Als sie wieder nach draußen gehen, sieht man aber, dass sich die Bösewichte dort nur versteckt haben. Sie eröffnen natürlich das Feuer, Eric Roberts beißt natürlich ins Gras, Stone Cold Steve Austin wird verletzt, wird offensichtlich dann von seinem Job entlassen, offscreen, keine Ahnung, weil wir sehen mehr oder weniger nur, wie dann der Wohnwagen in die Luft fliegt, Steve Austin fliegt weg, ihm läuft das Blut aus dem Ohr und dann sehen wir 4 Jahre später und er ist mehr oder weniger als Jäger unterwegs mit Pfeil und Bogen. Natürlich nur, damit er dann später im Verlauf des Films irgendwann einmal Pfeil und Bogen einsetzen kann und wir sofort wissen, hey, der kann das. Wirklich wahnsinnig notwendig. Es laufen dann während der Szene eben, wo Eric Roberts mit Pfeil und Bogen durch den Wald geht, die Credits. Und in den Credits steht dann ganz am Ende noch der Name von Eric Roberts. Muss fragen, warum? Weil erstens, wir wissen schon, dass Eric Roberts in dem Film ist. Und zweitens, er ist schon tot. Wir wissen mehr oder weniger sicher, dass er nie wieder auftauchen wird. Gut, trotzdem natürlich der Gaststar muss dann doch irgendwie vorgestellt werden noch. Aber kurz danach sehen wir zum ersten Mal die Bösewichte des Films und der erste, den wir sehen, ist der Computer Geek.
Und das ist derjenige, der Hacker, der gerade an, muss man sich vorstellen, in irgendeiner Garage sitzt mit 20 Bildschirmen um ihn herum, mit Lampen, und er tippt herum und hat eine Sonnenbrille auf. Wieso? Ganz einfache, berechtigte Frage. Das ist genauso, wie ich mich immer frage, wieso hat David Caruso in CSI Miami eine Sonnenbrille auf, wenn er in irgendeinem Hinterzimmer einen Geiselnehmer verfolgt? Ist es da nicht vielleicht besser, wenn man, ich weiß nicht, sieht? Naja, egal. Es kommen dann die anderen an und lustigerweise, bevor die anderen Gangster die Garage betreten, nimmt der Kerl seine Sonnenbrille runter, quasi damit er von den anderen nicht für einen Vollidiot gehalten wird, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Die einzige Frage, die mich nur wundert, ist, wieso hat er die Sonnenbrille nicht vor der Szene runtergenommen, damit er auch vom Publikum nicht für einen Vollidioten gehalten wird? Naja. Auf jeden Fall, der Auftraggeber, ein älterer Mann, hintergeht sein Team, nimmt das ganze Geld mit und lässt ihnen dafür dankenswerterweise nur eine Bombe da. Die wird durch einen Telefonanruf aktiviert. Einer der Gangster kann diese Bombe allerdings entschärfen, indem er einfach ein Kabel durchschneidet und die Bombe ist nicht irgendwie gesichert und geht hoch, wenn man... Na, also irgendein Kabel, zack, weg, fertig. Auftraggeber ruft natürlich an, Handy läutet, einer hebt ab und sagt, Alter, du bist tot. Auftraggeber legt das Handy weg und grinst. Wenn ich mit jemandem telefoniere und der sagt dann zu mir, Alter, du bist tot, vor allem, wenn das jemand ist, den ich bei einem Verbrechen, bei einem Diebstahl hintergangen und hintergangen habe und eigentlich killen wollte, und der hat meine Bombe gefunden, hat sie entschärft und sagt dann nachher verständlicherweise wütend, Alter, du bist tot, würden mir wahnsinnig, wahnsinnig viele Reaktionen einfallen, aber Grinsen gehört wahrscheinlich nicht dazu. Wir schneiden weiter und wir sehen, dass Steve Austins Tochter in die Stadt fährt. Sie ist natürlich mehr oder weniger so dass der Stadtmensch, die ganze Zeit mit dem Handy herumtelefoniert und meint, sie fühlt sich so unwohl bei ihrem Papa, weil da ist nix, ja, in diesem verlassenen Haus mitten im Wald. Sie nimmt sein Auto, ist mit dem Auto auch nicht wahnsinnig zufrieden, weil sie nicht gleich anspringen will. Austin hilft ihr natürlich. Dann fährt die Tochter in die Stadt. Schnitt, Austin bekommt einen Anruf, dass seine Tochter beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Wow, was für eine sympathische Göre. Sie wartet dann in der Polizeistation auf Steve Austin. Er kommt an. Bis er dort ist, sind allerdings die aktuell noch nicht in die Luft gesprengten Verbrecher auch schon dort angekommen. Unser Lieblingshacker sitzt bei strömendem Regen mit dem Laptop auf der Straße, selbstverständlich wieder mit Sonnenbrille, was ihm bei seiner Arbeit so hilft. Sicher. Auf jeden Fall, Steve Austin betritt dann diese Polizeistation, versucht mit dem Verbrecher zu verhandeln. Der Polizist, auch irgendein bekannterer Schauspieler, muss natürlich nach wenigen Sekunden Screenpräsenz gleich wieder draufzahlen. Austin überwältigt irgendeinen anderen Verbrecher, nimmt dessen Waffe an sich, hält sie dem Oberbösewicht hin und drückt dann ab. Ja? Er verhandelt mit dem Bösewicht und plötzlich dazwischen. Ja, geht nicht. Ja? Der Oberbösewicht, er hätte mich jetzt erschossen. Ja? Und dann offenbart der Oberbösewicht, dass er seinem Kollegen wahrscheinlich schon in weiser Voraussicht darauf, dass der so blöd ist, dass er sich als erster von einem Typen, von dessen Auftreten eigentlich niemand bevorsehen hätte können, die Waffe abnehmen lässt. Und ich frage mich ganz ehrlich, wieso, wenn der Gangster mit seinem Team eine Polizeistation überwacht, ist es nicht unglaublich blöd, jemandem eine nicht geladene Waffe zu geben, was eigentlich dafür sorgen kann, wenn vielleicht aus irgendeinem Hinterzimmer ein Polizist kommt und anfängt auf die Gangster zu schießen, können sich die nicht mehr effektiv zur Wehr setzen, weil sie einfach keine Munition haben. Andererseits noch dazu der Gangster, der die Waffe, die er bekommt, nicht einmal überprüft und nicht einmal feststellt, dass da gar nichts drinnen ist. Also,
Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnten unter Umständen die blödesten Verbrecher sein, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Auf jeden Fall gibt es dann einen Grund, wieso die Verbrecher Steve Austin und seine Tochter nicht sofort in die ewigen Jagdgründe schicken. Und das ist, weil sich Steve Austin in den Wäldern auskennt und sie einen Führer brauchen, der sie dorthin bringt, wohin sich der Auftraggeber verzogen hat. Weil... Und jetzt kommen wir zu dem quasi mehr oder weniger krampfhaft erzwungenen Plot-Twist. Der jetzt Chef-Bösewicht hat den Auftraggeber, der sie ja dann nachher hintergangen hat, bei dessen Ankunft in der Garage umarmt. Scheinbar in weiser Voraussicht, dass er hintergangen werden wird, hat er ihm eine Karte mitgegeben, wo ein Sensor drinnen ist, den man dann nachverfolgen kann mittels GPS. Was mich dann natürlich auch wieder wundert, wenn er ihm schon so nicht traut, dass er ihm diesen Sensor mitgibt, wieso hat er dann diese Garage nicht verlassen, wenn er schon irgendwie damit gerechnet hat, dass er hintergangen wird, wieso hat er sich dann von dem Auftraggeber in der Garage einsperren lassen mit der Bombe, ohne zu wissen, dass der vielleicht irgendeinen Plan hat, wenn er sie schon bestehlen will, die anderen auch mehr oder weniger aus dem Weg zu räumen. Irgendwie machen die Charaktermotivationen in diesem Film keinen Sinn. Anyways, die Verbrecher gehen jetzt mit Steve Austin und mit seiner Tochter durch den Wald. Die Tochter wird übrigens von der einen Frau in dieser Verbrecherei an der Leine geführt. Es sieht in etwa so lächerlich aus, wie es jetzt klingt. Einer der Verbrecher will dann übrigens irgendwann bei einem Boxenstopp die Tochter vergewaltigen. Austin bricht ihm einen Arm und ein Bein. Und weil er aber auch die Freundin von dem Chefverbrecher niedergeschlagen hat, damit er zu Austins Tochter überhaupt einmal kommt, wird er dann im Endeffekt erschossen. Die Tochter, natürlich dumm wie Stroh, rennt dann, nachdem der Typ erschossen ist, Daddy! Und der Chefverbrecher, oh, danke für dieses Detail, weil bis jetzt hattet er ja noch keine Ahnung, dass diese eine junge Frau und der eine wie ein Wrestler aussehende Typ, die sie gerade entführt haben, miteinander verwandt sind, was er natürlich wahnsinnig gut zu seinem eigenen Nutzen verwenden kann. Ja, sind scheinbar nicht nur die Verbrecher extrem doof in dem Film. Sie gehen dann gemeinsam weiter, irgendwo in der Nähe eines Wasserfalls finden sie dann den Auftraggeber sitzen, der wird natürlich gleich erschossen, die Tasche mit dem Geld allerdings fällt irgendwo nach unten. Sie zwingen Steve Austin, dass er klettert und dieses Ding holt. Danach aber, als er das wieder nach oben bringt, lernt er komischerweise, dass man den Verbrechern, die gerade ihren ehemaligen Auftraggeber erschossen haben, die Polizisten in der Station erschossen haben, die nicht einmal sich selbst so sehr trauen, dass sie den Partnern geladene Waffen geben, irgendwie nicht trauen kann. Chef Bösewicht schießt auf Steve Austin, er fällt die ganze Klippe nach unten und sie wollen dann auch seine Tochter irgendwie erledigen, doch sie kann sich noch damit retten, indem sie sagt, dass auch sie sich im Wald auskennt. Diejenige, die sich vorher darüber beschwert hat, dass das Auto nicht anspringt. Ja, egal. Und dass sie sie halt führen kann, was zumindest ihr noch ein paar Lebensminuten vielleicht mehr beschert. Im weiteren Verlauf des Spaziergangs dezimiert der Verbrecher irgendwie sein eigenes Team dann selber, indem sie einen niederschlagen und am Boden liegen lassen. Gut, hat Steve Austin halt weniger Arbeit. Allerdings ist das Blödeste an der Tatsache, derjenige Typ, den sie niederschlagen und dann verletzt quasi zum Sterben liegen lassen, ist derjenige, der das Essen getragen hat. Und es kommt niemand auf die Idee, dass sie dieses Essen vielleicht nachher mitnehmen. Bum, bum, bum. Ich meine, das ist herrlich, ja? Das ist so ein richtig, richtig grausliches B-Movie, ja? Finde ich bis jetzt auf jeden Fall schon mal super. Steve Austin hat natürlich seinen Sturz, der, was weiß ich, irgendwie 20 Meter Klippe runtergestürzt in ein vielleicht 2 cm hohes Wasser, ohne irgendwas überlebt. Er geht einfach weiter. Wir sehen dann noch diese klassische
unbedingt notwendige Redneck-Selbstheilung, also er nimmt irgendein glühendes Stück Metall, wo er das jetzt hergenommen hat, keine Ahnung, hält sich das auf seine Schusswunde und nachher geht er so weiter, als wäre er gar nicht angeschossen worden. Also prinzipiell genauso, wie er zu dieser Feuerstelle gegangen ist, bevor wir wussten, dass er eigentlich noch eine Schussverletzung hat. Also komplett unnötig. Dann bemalt er sich das Gesicht mit irgendeiner Kriegsbemalung, wo ich mir denke, warum sind wir plötzlich bei Schwarzeneggers Phantomkommando? Ich meine, wäre super, aber wozu ist das notwendig? Ich meine, dass Schwarzenegger, der in dem Film mehr oder weniger einen Kriegseinsatz daraus macht, seine Tochter zu retten, ist vielleicht schon etwas anderes, als wenn man im selben Wald ist wie die Entführer und einfach quasi ein paar Schritte geht und dann die Gangster beseitigen muss. Da muss man sich nicht unbedingt irgendwas Schwarzes ins Gesicht malen. Austin geht auf jeden Fall dann zu den Verbrechern, findet sie natürlich sofort. Dezimiert einmal gleich zwei, der erste wird mit Pfeil und Bogen erledigt, wie ich gesagt habe, das kommt nochmal, und das zweite ist dann der Kampf gegen Gary Daniels. Das ist nämlich der zweite, eigentlich dritte große Action-Name, der in Hunt to Kill mitspielt, und der zweite, der gar nicht auf dem Cover steht, weil auf dem Cover steht nur Steve Austins Name und weder Eric Roberts noch Gary Daniels wird da irgendwo erwähnt. Der Kampf gegen Gary Daniels ist der erste richtig coole Kampf in dem Film, wo abgesehen davon, dass teilweise die Kamera wackelt, als wäre dem Kameramann ein bisschen schwindelig geworden, Steve Austin auch wirklich zeigen kann, was er drauf hat. Im Endeffekt wird dann Gary Daniels von irgendeinem Ast durchbohrt, spuckt Blut, wo ich mich doch wundere, dass der Film mit FSK 16 durchgegangen ist, weil normalerweise habe ich den Eindruck von der FSK so gewonnen, dass prinzipiell so Themen wie Selbstjustiz ja unheimlich ungern gesehen werden, aber wenn der Film nur entsprechend unblutig inszeniert ist, passt EOS. Nur kommt dann dieses leicht, also dieses schwer bedenkliche Thema der Selbstjustiz mit irgendwelchen ansatzweise brutalen Darstellungen, wie dann zum Beispiel in The Punisher, dann ist es sofort vorbei. Dass dann der Film ab 16 durchgeht, hat mich schon ein kleines bisschen gewundert. Der nächste Kill ist auch relativ witzig. Steve Austin hat wieder so einen Ast, den er so in etwa in dem Ausmaß, wie ihn auch Gary Daniels schlucken hat müssen, den er mehr oder weniger wie einen Dartpfeil oder wie einen Speer über mehrere Meter wirft und es dann trotzdem schafft, diese Verbrecherin nicht nur zu durchbohren, sondern dass ungefähr so viel von dem Ast nachher wieder aus ihr rausschaut, dass sie umfallen kann und dann mehr oder weniger auf diesem Pfahl aufgestellt ist. Anyways, ich verstehe es nicht so ganz. Der Oberfiesling ballert dann nachher gleich wieder auf Steve Austin. Der rutscht schon wieder mehrere Meter irgendeine Felsmauer nach unten, übersteht das schon wieder ohne auch nur irgendeinen Kratzer. Typ ist echt ein Wunder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist vielleicht deswegen ist er Wrestler. Naja, der Bösewicht geht mit seiner Tochter weiter, schlägt sie irgendwann einmal nieder, stiehlt sich ein Quad und fährt weg. Spannenderweise stehen an genau der Stelle, wo jetzt der Bösewicht sein Quad her hat, noch zwei Quads. Abgesehen davon, was das für ein Zufall ist, dass es genau zwei sind, genauso viele, wie wir in dem Film noch brauchen, ist es von dem Verbrecher auch noch wahnsinnig blöd, dass er die nicht irgendwie außer Gefecht setzt, indem er zum Beispiel, ach was weiß ich, mit der Waffe in seiner Hand die Reifen zerschießt oder das Benzin rauslässt oder sonst irgendwas macht, was verhindert, dass Steve Austin ihm einfach nachfährt und ihn dann doch mehr oder weniger wieder in die ewigen Jagdgründe schickt. Bumm, wo wir wieder bei dem Thema wären. Auf jeden Fall fand ich es dann auch noch spannend, wie der Fiesling dann langsam die Stadt sieht, von seinem Quad steigt und dann sieht er, wie Steve Austin ankommt und er ist richtig überrascht. Oh, Austin, blöd, dass der kommt, gell? Wenn man das Quad irgendwie, was weiß ich, damit gemacht hätte, hätte er das nicht können, dann wärst du nämlich entkommen. Eine Kugel von der Pistole in die Reifen des Quads und du hättest quasi mit deinem Plan davonkommen können.
Habe ich schon bumm gesagt? Naja, auf jeden Fall, er überrascht Steve Austin, schlägt ihn vom Quad runter, flüchtet dann in eine alte verlassene Mine und gerade wie ich hoffe, dass er dort vielleicht auf das Drehteam vom Remake von My Bloody Valentine trifft und das den Film ein bisschen verkürzt und vor allem way more awesome macht. Ich meine, stellt euch vor, der Bösewicht in diesem reinen Actionfilm flüchtet in die Mine, rennt in der Mine herum, dann taucht plötzlich einer mit diesem Minenarbeiterkostüm und einer Spitzhacke auf, macht kurz My Bloody Valentine mit ihm, Abspann, fertig. Steve Austin steht dann vielleicht noch in einer Bonusszene nach dem Abspann da. Okay, ich wollte. Und Filmende, wär geil, oder? Naja, auf jeden Fall natürlich die beiden duellieren sich dann in einer Lagerhalle, wo ich so fest davon überzeugt bin, dass ich die schon in mehreren Actionfilmen wirklich gesehen habe. Woran sie mich zum Beispiel erinnert, fragt's mich wirklich nicht wieso, ist der Film Commando US Navy SEALs 2. Yup, I just made a reference to Commando US Navy SEALs 2. Warum auch immer. Auf jeden Fall, es kommt dann natürlich zum finalen Kampf zwischen Steve Austin und dem Bösewicht. Steve Austin besiegt den Bösewicht, der Bösewicht steht wieder auf. Steve Austin besiegt den Bösewicht nach wenigen Sekunden ein zweites Mal. Und wenn jetzt dieser Bösewicht überlebt hätte, wäre es nicht gescheit von ihm einmal kurz dort liegen zu bleiben, zu warten, bis Steve Austin weg ist und dann einfach zu flüchten irgendwo hin auf die Bahamas und einfach nie wieder von sich hören zu lassen. Nein, er muss ihm nachgehen, er muss wieder aus dieser Mine rausrennen, muss ihm noch nachschreien und nachlachen. Steve Austin steigt gelassen wieder auf sein Quad, sagt I hunt to kill, was so tolles Title-Dropping ist, wie sonst nur der Herr der Ringe hinbekommen hat. Dann fährt er mit dem Quad auf den Bösewicht zu und in einer Szene, die mich irgendwie erinnert, an den Moment in Austin Powers, wo der eine Typ dasteht und dann nachher von der Dampfwalze überfahren wird. Und wir sehen abwechselnd den Typen, der dort steht, nein! Und dann die Dampfwalze, nein! Und ungefähr nach gefühlten 5 Minuten wird er dann von der Dampfwalze überfahren. In etwa so kommt mir das vor, wie Steve Austin da mit dem Quad angast. Der Bösewicht einfach nur da stehen bleibt. Nicht vielleicht auf die Idee kommt, dass er wegspringen könnte oder sonst irgendwas. Vielleicht war er von der Line I hunt to kill in etwa so überrascht wie ich, weil ja vor allem Steve Austin nie als wirkliche Killermaschine dargestellt wird in dem Film. Eigentlich ist alles, was er macht, nur um seine Tochter zu retten und anyways, der Film ist gleich vorbei, kümmern uns nicht so sehr. Er fährt den Bösewicht nieder, der Bösewicht liegt überfahren in diesem Höhleneingang, ruft Steve Austin noch einmal nach. Ja, wenn er glaubt, ich meine, er könnte sich, wenn er schon so blöd gewesen ist, und um überhaupt aus dieser Mine wieder rauszukommen, und dann jetzt mehr oder weniger das dritte Mal von Steve Austin in weniger als 5 Minuten besiegt wurde, muss er ihm jetzt unbedingt noch einmal nachschreien, damit dann Steve Austin die Signalpistole nehmen kann, mit einem gezielten Schuss, fragt mich nicht, wie das geht, den Quad in Brand, also explodieren lässt, damit dann der Bösewicht auch endlich wirklich stirbt? Hä? Ich meine, ich stehe auf B-Movies und als B-Movie-Freak war das ein geniales Ende. Aber Sinnfaktor minus 2000, muss man schon sagen. Und natürlich, Steve Austin und seine Tochter gehen dann nachher weiter. Sie redet sofort darüber, dass sie ein neues Auto kaufen müssen. Und nach zwei Sätzen wird dieser elende Dialog zum Glück abgebrochen und der Film wechselt zum Abspann. Dankeschön! Wow! Wow! Ich liebe B-Movies. Ich liebe diese mehr oder weniger sinnlosen amerikanischen B-Action-Streifen, gerne mit irgendwelchen Wrestlern oder sonst irgendwie bekannten Namen besetzt, à la The Condemned oder sonst irgendwas. Und Hunt to Kill mit Steve Austin ist ein Film, der wirklich Spaß bringt. Von Gangstern, die in dunklen Garagen mit Sonnenbrille ihre Computertätigkeiten verrichten, bis hin zu einem Steve Austin, der 20 Meter Sturz von einer Felsklippe
ohne Probleme überlebt, bis hin zu einem Bösewicht, der am Ende mindestens gefühlte 20 Mal umgebracht werden muss, ist Hunt to Kill eigentlich ein B-Action-Streifen, der zu keiner Minute irgendwie langweilig ist, der unterhält, der ein gutes Tempo vorlegt und der mit diesen Charakteren, mit diesen Zitaten und mit einer grenzenlosen Stupidität, mit der vor allem die Gangster zu Werk gehen, einfach nur gute Laune verbreitet. Empfehlung für B-Action-Movie-Fans, Empfehlung für Videoabende, keine Empfehlung für Leute, die gerne wirklich anspruchsvolles Kino sehen, wobei ich nicht glaube, dass diese Leute sich ein Review von Hunt to Kill auch überhaupt nur anklicken würden.